So, die Spezialisten, die Abonnenten und die neuen Zuschauer wissen es jetzt mittlerweile schon. Ich habe so meine Stillmerkmale und dieses Lagerfeuer haben wir jetzt dreimal gezeigt. Einmal im Teaser, einmal mit unserem coolen Video hier von der Camper-Manufaktur. Vielen Dank dafür. Gerne. Es lief gestern um 14 Uhr und heute gibt es Fuchs und Hase. Und nachdem ich nicht lügen kann, wir haben beide gleichzeitig aufgezeichnet und ihr kriegt sie nacheinander serviert, meine Lieben. Coole Sache, viel Glück. Danke. Und eins möchte ich noch dazu sagen, ich finde das immer geil. Ich zeige es euch nochmal, liebe Leute draußen. Das ist ein Gemeinschaftsstand. Und das ist cool, weil Gemeinschaft ist genau das, was wir brauchen. Ich habe heute in der Früh im Frühstücksfernsehen gesehen, gibt es einen Song, dass man wieder zusammenrutschen muss, weil die Zeiten uns eher auseinanderdriften lassen. Und ich glaube, miteinander ist immer besser als ein Gegeneinander. Das hat uns noch nie weitergebracht. So, das war der moralische Aspekt bei der Geschichte. Ihr habt beide geile Konzepte, beziehungsweise schon fertige Fahrzeuge. Genau. Wir sehen uns. Danke dir. Nicht zu danken. Viel Spaß. Ja. Felix. Hallo. Habe ich richtig gehört? Gell? Genau, Felix. Camper Tobi. Danke. Warte mal, ich mache hier immer diesen Camperbang. Da hat jetzt mal einer gesagt, hier, das ist ja die Verbrecherfaust. Ach was. Ja, wirklich. Ich habe einen Kommentar bekommen, das machen doch nur Verbrecher so. Naja, wenn man schöne eine Grüße große sieht. Denjenigen. Also du weißt, du hast immer so Leute, klar, es war früher mal mit so Ghetto und so, aber über Corona. Das haben wir schön gezeigt. Das Video hängt dann oben nochmal drin. Fuchs und Hase. Ich habe das schon gelobt, weil der Name schon für sich spricht. Genau, Fuchs und Hase Camper. Eine Vermietung in Berlin. Und du hast schon gesagt, wir sind hier im Gemeinschaftsstand. Und genau das zeigen wir auch, weil hier sind gute Synergien da. Wir haben letztes Jahr gegründet und zwei Fahrzeuge, den Wildfuchs und Wildhasen, in Kooperation mit der Camper-Manufaktur ausgebaut. Ja. Und das sind für mich die schönsten und Fahrzeuge, die wir in der Flotte haben, weil sie sich einfach komplett von der Masse abheben. Und ja, ich würde sagen, wir... Ja, ja. Wir haben natürlich jetzt richtig Betrieb hier am Stand. Das ist toll, wir wollen ja auch niemanden stören. Ah, da huscht gerade jemand rein. Wollen wir uns dann momentan... Wir rollen die Sachen von hinten auf. Dann, ich bin immer ungern am Menschen belästigen, weil bei euch geht es ja auch darum, dass ihr hier was verkaufen könnt. Genau. Ich kann ja mal ganz bei der Basis anfangen. Ja. Das Fahrzeug wurde leer gekauft, ein leerer Fiat Ducato und in dem Fall die L5H3-Variante, das heißt 6,36 lang und 2,10 Meter hoch. Das würde dich vielleicht freuen, wenn du reinkommst, ja, weil ja. Wir haben da drin 2,10 Meter Stehhöhe, was ich absolut geil finde. Und das leere Fahrzeug wurde erstmal richtig gut gedämmt und isoliert. Dafür hat die Camper-Manufaktur Sprühkork verwendet. Man sieht das hier ist so auch, wie wir es gestern gesehen haben. Ja? Okay. Das ist, das verhindert Kältebrücken. Genau. Zusätzlich ist in den Hohlräumen Armaflex drin, macht eine sehr angenehme Atmosphäre in dem Fahrzeug, weil man weniger Kondenswasserbildung hat und genau, die Dämmwirkung einfach viel besser ist. Quasi, ja. Genau, mega gut. Genau, sonst ist das ein Querschläfer, den man aber auch ausziehen kann. Den Auszug zeige ich dir gleich von, wenn wir drin sind. Der hat so als Querschläfer 1,80 m x 1,40 m. Ja. Und darunter sind dann verschiedene Elemente noch eingebaut. Genau. Wir haben das Gas drin, wir haben hier eine Dieselheizung drin. Hinter der Dieselheizung ist noch ein Boiler zwischengeschaltet. Das sieht man nicht. Das ist hier drunter versteckt. Genau, unsere Fahrzeuge sind alle übrigens mit Vollausstattung. Das heißt, wir sind ja primär Vermieter. Und wenn man bei uns mietet, muss man nicht seinen ganzen Hausstand mitnehmen, Hängematte mitnehmen, CE-Adapter mitnehmen. Das ist alles schon drin. Also ich habe recherchiert, ich habe mir die Homepage angeguckt und das ist geil gemacht, weil da wirklich ausklamüsert ist, was du kriegst. Und da kriegst du weitaus mehr als bei den obligatorischen Standardvermietern. Genau, aber wir fährst hier einfach los. Wir wollten es einfach halten. Ja, und wenn man den Wagen mietet und dann zu Hause erstmal noch einen halben Tag beschäftigt ist mit Packen, hat keiner was davon. Hier Klamotten rein und gut ist es. Genau. Bildschirm voll, los geht's. Genau. Jedenfalls hier drunter ist die Heizung und der Boiler drin. Auf der anderen Seite haben wir noch den Wassertank. Da hat der einen 84 Liter. Auch schön Platz zum Einladen nochmal seitlich für sperrigere Gegenstände. Ja. Ja, da kannst du sowieso nochmal ordentlich reinschieben. Da kann man alles oder reinschieben. Auch rausziehen. Oder auch rausziehen. Wir haben hier einen Schwerlastaufzug. Da ist noch das Equipment von unserem DJ, der heute Nachmittag kommt. Ja. Im besten Fall vielleicht ein paar Bierkisten, weil man kann von drin auch durchgreifen. Dann stellt man die Sachen einfach rein. Habt ihr eine Schottwand drin? Ja, genau. Aus dem Wohnraum rausgreifen. Ja. Oder was auf der Messe viel gefragt wurde, ist das Thema Fahrräder bzw. Pedelecs. Wir haben zwar einen Fahrradträger drauf, aber der geht nur bis 40 Kilo. Genau. Und mit zwei Pedelecs wird das schon knapp. Dafür kann man sowas natürlich auch super nehmen, weil da haben wir bis 100 Kilo.
zu verstauen. Da kriegt man auch ohne Probleme ein schweres Fahrrad weg. Ja, da hast du vollkommen recht. Mit den Fahrradträgern ist so eine Geschichte gerade in der Vermietung. Man muss da echt aufpassen an das Hochlupfen, wie wir in Bayern sagen. Sagt man hier auch? Hochlupfen? Nein, das höre ich nicht. Bist du hier aus Berlin? Ja. Ja? Ja. Das hört man gar nicht mehr jetzt. Oder kannst du noch so richtig? Berlinern tun nur die Brandenburger. Ach so? Ich lerne immer. Weißt? Für mich ist das eine Erfahrungstour. Das ist richtig cool. Und was richtig cool ist, wir haben alle gelernt, mit QR-Codes umzugehen. Also ich halte da mal ganz kurz still, was mir echt schwer fällt. Und ihr könnt jetzt auch hier schon mal scannen. Guckt euch das mal an. Sehr interessant. Und alles zu mieten. Auch im Winter jetzt? Auch im Winter, natürlich. Das ist ein wichtiges Argument, weil es macht nicht jeder. Genau, wir testen das dieses Jahr, aber gerade die Fahrzeuge sind, glaube ich, für den Winter besonders gut geeignet, durch die bessere Dämmung. Genau. Die kriegen natürlich auch Winterreifen drauf. Ja. Und schön, ja, warum nicht? Ihr habt ja auch, so habe ich gelesen, hier, und da kommen wir wahrscheinlich dazu, so eine Office-Abteilung. Ja, das genau. Hat ja auch nicht jeder. Das, das ist so eine Corona-Geburt, würde ich sagen, unser Van-Office. Ja. Damit statten wir jedes Fahrzeug aus. Mhm. Also wir haben die, aber wir haben auch größere Fahrzeuge für mehr Personen in der Flotte. Und jedes Fahrzeug ist autark. Und jedes Fahrzeug hat ein Van-Office drin. Das heißt, ihr habt einen Router mit Flatrate, Internet ist inklusive. Eine Dachantenne auf dem Dach, Wechselrichter, sodass ihr wirklich unabhängig von Campingplätzen überall autark arbeiten könnt. Das heißt, man ist frei vom Urlaub. Es ist eine nie dagewesene Akzeptanz von Homeoffice-Regelungen. Genau. Und die kann man jetzt auch voll im Auto nutzen. Du bist halt nicht auf periphere Geschichten. Du hast alles dabei, du bist autark. Du musst doch nicht das Platznetz, das meistens schlecht ist, nutzen, sondern du gehst hier über deinen eigenen LTE-Spot raus. Quasi. Genau. SIM-Karte reinstecken oder... SIM-Karte ist dabei, einfach nur einloggen, vorhin gibt es nochmal einen QR-Code, Handy ran und... Ich lebe ja genauso und es ist so easy. Ich mache nur ein Streaming, ich würde mal keine Schüssel mehr aufs Dach klemmen. Warum? Es geht. Das Netz ist, glaube ich, schon ein bisschen besser. Ich mache im Monat 500 GB, stehe jeden Tag woanders in Deutschland und ich bin selten netzlos gewesen. Es geht immer so, dass es ruckelt. Klar, jetzt hier LTE und 5G und hier haut die Videos in 2 Minuten durch. Aber für den Tatort reicht es überall. Oder zum Arbeiten, zum E-Mails verschicken. Wir arbeiten uns langsam nach vorne vor. Hier ist schon Stau vom Fahrzeug, aber ich will hier auch nochmal auf die coolen Felgen kommen, weil... Mega, oder? Vor allem die Felgen, in dem Fall, es tut mir leid, aber ich muss ein bisschen Fremdwerbung machen. Mach doch! Die hat unsere Ramtour bereitgestellt. Ja, ja. Und mein Herz blutet, ich werde sie wahrscheinlich zurückgeben müssen. Aber diese Felgen... Oder du fährst schnell genug weg, wenn sie es holen wollen. Ja. Das wäre natürlich Spaß, wir machen sowas nicht. Aber die machen richtig was her. Wer hätte das mal alles gedacht, gell? Vor ein paar Jahren noch, ich bin ja in der Branche aufgewachsen, dass man mal so in die Veredelung, in die Individualisierung kommt. Ich meine, ich weiß es nur, wie ich meinen ersten Manta hatte, weißt du, da war der Fuchsschwanz schon toll. Nein, Quatsch, ich hatte nie einen Manta, ich hatte auch den Fuchsschwanz, aber jetzt mal übertrieben gesagt. Und jetzt will man ja sich sein kleines Homeoffice, sein Fahrzeug gestalten und wohnlich machen, das ist doch cool. Schick, genau. Echt schick, da muss man mal weiter weggehen, dass ihr die Einstiegssituation seht, hier auch für die Messe super gemacht. Nachhaltigkeit, es kann auch mal eine Palette sein, das ist auch ein sicherer Einstieg. Voll. Da habt ihr aber keine Trittstufe dran? Wir haben keine Trittstufe dran, nein. Mit dem Fahrzeug ziehen wir auf ein sportliches Publikum ab. Ja. Und ich glaube, jeder, der in der Lage ist, Fahrrad zu fahren, surfen zu gehen oder auch nur einen Wandern oder irgendwas draußen macht, wird in der Lage sein, diese Stufe auch so zu nehmen. Ja, deswegen, und wenn ich dann stelle, da so ein Eimerchen davor oder ein Höckerchen oder Kiste Paulaner Spezi, weil ich den immer so gern trinke, umgekehrt, das geht auch so. Und die Gefahr bei 636 ist halt auch, aus meiner Erfahrung, dass wenn du ein bisschen so deinen Hotspot suchst und vielleicht auch ein bisschen hier Wildcamping, in Anführungszeichen, mit dem Wort muss man ja vorsichtig sein, machst, dann sitzt man auch gerne mal auf. Ja. 636, so eine kleine elektrische Treppe, da kenne ich den einen oder anderen, der sich die Kiste schon mal weggefahren hat. Oje. Mhm. Ich habe es selber schon geschafft. Am Randstein. Und das ist immer ungut für einen Rahmen, also geht auch so. Darf ich mal vorausgehen? Aber bitte. Findest du mich cool? Also ich nicht, die Zuschauer gehen jetzt voraus. Ich will mal in die Küche. Haha. Das ist wieder so ein Korkboden, oder? Das ist wieder ein Korkboden, der hat diesmal eine etwas andere Schicht. Das ist ganz normaler Kork, der tatsächlich nur bedruckt wird. Ja, da hatten wir gestern gesprochen in dem Video drüber. Genau. Aber der fügt sich hier komplett in das Design mit ein. Wir haben sehr auf Naturmaterialien, auf Holz geachtet und Kork passt da als Fußbodenbelag perfekt mit rein. Ich wollte dich allerdings jetzt nicht beim Kochen stören. Der ist schon für die Paste vorbereitet hier mit frischen Dingsbums. Jetzt haben wir den Zuschauer wieder, der kennt ja nicht mal Thymian. Dabei ist es Rosmarin, der eigentlich Petersilie ist.
Ich verwirre die Leute gerne mal draußen. Auf jeden Fall ist das Messer scharf, liebe Leute. Sehr vorsichtig. Ich bin leicht bescheuert. Nee, ich fasse da nicht hin. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Ah, hallo, hier haben wir eine Mittelsitzgruppe. Schön, oder? Ja. Weißt du, wie der Österreicher sagt, wenn es ihm gefällt? Erzähl. Leihwand. Das ist Leihwand hier. Ja, ja, Leihwand. Oh, cool, in Berlin. Ja. Schnuckig. Ja, wir haben das Küchenmodul. Auch hier wieder Vollausstattung drin. Ja. Die Ausstattung ist irgendwo als Deko benutzt worden. Das hast du in der Miete schon dabei. Das ist alles drin. Ihr steigt ein und fahrt los. Passt das Sieb. Das Einzige, was ihr mitbringen müsst, ist Bettzeug. Ja. Dann haben wir versteckt unsere Kühlbox hier. Reicht auch. Genau, reicht vollkommen. Und das Fahrzeug hat viel Stauraum. Also wir haben auch andere Fahrzeuge in der Flotte. Und im Vergleich zu unseren Sunlight-Modellen zum Beispiel ist der so geräumig, hat unfassbar viel Stauraum. Da, wo du sitzt, sind viele Schubladen, da sind Schubladen. Wir haben hier einen großen Schrank drin. Da sind so schnell, ich genieße hier noch die Sitzecke. Und da hast du auch richtig Platz. Einmal hier, der Tisch ist dann ausziehbar. Hier steht auch euer Office. Genau. Und hier, das ist gut, dass du jetzt da bist, dann haben wir einen Größenvergleich. Sehr gut. Wir können ja das Office einmal kurz zusammenklappen. Alles gut. Dann werde ich dir den Tisch zeigen. Der verschwindet hier nämlich ganz nahtlos. Ja, schlau. Da haben wir die Durchreiche zu unserem, in dem Fall DJ-Equipment. Ja. Noch mehr Stauraum auf der Seite. Und sehr da drunten ganz versteckt ist unsere Heizung und der Boiler. Was bei dem Bett, du bist ja auch sehr groß. Ja, also deine Zuschauer sehen dich nicht, aber du hast tatsächlich noch 10, 20 Zentimeter Luft. Das Gimbal kann jeder machen. Ich stelle mich mal zur Verfügung. Nimm du mal. Bei der Kamera. Genau, das können Sie sich gleich angucken. Das ist ein tolles Bad. Ja. Tata. Viel Platz, genau. Genau. Und damit du bist groß, also ist eine Dusche drin, toll. Wahrscheinlich hattest du bei dem Querschläfer ein bisschen Probleme, deswegen haben wir hier ein Bettmodul von der Campermanufaktur verwendet, was man einfach ausziehen kann. Du machst einen Längsschläfer raus. Wir ziehen den Längsschläfer raus, haben dann noch zwei Bettmodule, die hier reinkommen und dann hat man 1,95 Meter in der Länge, kann die Füße noch rüberlegen lassen, also selbst wenn man 2,10 ist, kann man hier noch bequem schlafen und hat einen Längsschläfer nach dort. Und wenn man aufsteht, einfach wieder reinschieben. Ja, das ist multifunktionell. Hier sehen wir auch gute elektronische Ausstattung, Wechselrichter, haben wir ja alles drin und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt natürlich der Clou, der tolle Schrank, in Anführungszeichen. Ja. Kommen wir zu Ihnen, jetzt gucken Sie. Das ist schön, wir haben ja auch schon eine Zuschauerin hier, die sich genauso wie ich für diesen Fuchs und Hase interessiert. Genau, einmal die auf der linken Seite zum Reinhängen. Ein Verlängerungspolster für den Bettumbau. Genau, die kann man rausnehmen, kann auch seine anderen Sachen reinmachen. Da hinten ist noch eine kleine Wartungsklappe, die ist nur für die Dusche. Ja, ja. Dann haben wir hier unfassbar viel Stauraum. Ja. Da könnt ihr Handtücher, Klamotten, alles reinmachen. Oder jetzt vielleicht hoffentlich kein Lockdown, aber da wird wieder Klopapier heute. Die wichtigen Sachen im Leben, die kleinen Sachen. Übrigens, die Fahrzeuge sind auch im Lockdown mietbar. Außer touristisches Reisen ist wieder verboten. Genau. Gleiche Anmerkung. Ja. Naja, aber sie sind mietbar. So, und jetzt kommt hier das Bad. Hier wird schon gedrängelt. Ich mache mal die Dusche auf. Ja, klar. Das heißt, wir können den ganzen Schrank einmal rumdrehen. Ja. Und haben da drunter die Dusche. Klo? Ich komme. Sie können auch reingehen. Sie können auch gerne reingehen. Ach, da hinten rausziehen. Vielleicht kannst du uns gerade zeigen, wie das Klo aufgemacht wird. Ja, machen Sie nur. Wenn es nicht stört, machen Sie langsam. Alles gut. Ich liebe es, deswegen ist es schön, wenn es was authentisch ist. Weil das ist toll. Hier ist Bewegung drin, die Leute sind interessiert. Das ist eine Trockentrenntoilette. Das heißt, in diesem Schubfach, das Flüssige geht nach vorne, die festen Bestandteile gehen hinten rein. Da macht man am besten eine Tüte rein. Hat aber einen riesen Vorteil, man kann das Ganze, die Tüte einfach rausnehmen und in den Müll schmeißen. Wenn man im besten Fall sogar einfach in Biomüll, das ist kompostierbar, kommen ein paar Späne drüber, die saugen die Feuchtigkeit auf und dann hat man nicht mehr besonders starken Geruch. Das riecht so ein bisschen nach Hamsterkäfig, aber nicht so. Hauptsache keine Chemie, Leute. Eben, aber keine Chemie. Ein Chemieklo riecht viel intensiver, unangenehmer als das. Genau, und gerade wenn man autark oder wild campt und keine normalen Campingspots anfährt, ist das super zum Entsorgen oder um einfach. Also liebe Zuschauer, ihr seht, wir haben Unterstützung von der liebenswürdigen Dame bekommen, die uns hier schon hilft bei der Vorführung dieses tollen Fahrzeuges. Cool. Interessant gemacht, gell? Ja. Wir haben auch einen O-Ton, cool. Das ist genau die Reaktion, die man haben will. Eine tolle Geschichte ist auch, ich stelle dir gerade den Kopf ab, da bist du immer wieder. Dass das Ganze echt erschwinglich ist. Das kostet jetzt eigentlich nicht mehr oder weniger als irgendein Stangenauto, sage ich jetzt mal.
genau, ich, also Camperwagen zu mieten. Ich weiß jetzt nicht, was für dich ein Stangenauto ist. Ah, du meinst ja, mieten? Die Zuschauer wissen es. Nein, also die Fahrzeuge sind erschwinglich. Man zahlt dafür in der Miete nicht mehr als für einen Kastenwagen. Vor allem in der Ausstattung, die ihr da noch habt. Die meisten haben ja keinen Wechselrichter oder sonst irgendwas. Oder mal was mit Renntoilette, auch wenn man es testen will. Oder mit so einer netten Ecke hier mit dem Office und dem Tisch. Und ja, Stange ist halt Stange. Ist auch schön, hat alles seine Berechtigung. Mhm. Aber hier kannst du auch mal ein Manufakturauto testen. Ja. Und interessant in der Miete ist vielleicht auch die Location. Wir sitzen in Berlin, ziemlich zentral, direkt am S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee. Ja. Das heißt, wenn man in den Ring kommt, dann ist man direkt am S-Bahnhof und braucht nicht bis ins Umland fahren, um das Fahrzeug abzuholen, sondern spart da auch nochmal Zeit. Perfekt. Genau. Erstens, danke. Mhm. Zweitens, danke. Drittens, viel Erfolg. Viertens, ich komme mal vorbei. Wir haben ja gesagt, wir treffen uns alle mal, dann gibt es einen Kaffee, dann machen wir das nächste Video irgendwann im Frühjahr. Mhm. Und ich glaube, das war ein schöner, angenehmer Teaser mit dir, Felix. Und die Leute wissen jetzt, wo sie in Berlin-Umgebung, das heißt, Berlin-Umgebung ist ja dann die ganze Welt, weil Berlin, Nabel der Welt und so, jetzt werden mich die Münchner killen. Und auch New York gehört zu Berlin. Das stimmt wohl. Inzwischen schon, also, ja. Wenn ihr wirklich mal einen coolen Wagen mieten wollt mit einer guten Ausstattung, dann seid ihr bei Fuchs und Hase Camper mit Sicherheit gut aufgehoben. Ich danke dir. Es war mir eine Freude. Ich, der Lobhudler Nummer 1 in der Campingbranche, ich habe schon gesagt, aber ich filme auch nur Sachen, die ich geil finde und ihr habt es drauf. Du hast vorhin, vielleicht eine Sache noch, du hast vorhin auf die Gemeinschaft und Kooperation hingewiesen und wir sind hier an einem Gemeinschaftsstand, deswegen haben wir uns auch ein gemeinschaftliches Konzept überlegt, was vielleicht für den einen oder anderen auch interessant ist, der damit liebäugelt, nicht nur zu mieten, sondern sich vielleicht auch so ein Fahrzeug anzuschaffen. Ihr könnt nämlich ein Fahrzeug bei der Campermanufaktur ausbauen lassen. Die helfen euch bei der Finanzierung und bei der Beschaffung des Fahrzeuges und bauen den Wagen dann nach euren Wünschen aus. Das heißt, ihr kriegt genau das, was ihr haben wollt. Ja. Und damit das Ganze erschwinglich bleibt, könnt ihr den anschließend zu uns in die Vermietung geben. Das heißt, das Fahrzeug spielt euch Geld wieder zurück, ohne dass ihr Stress habt. Das heißt, ihr müsst euch nicht um Versicherung kümmern, nicht um Mieter, um Reinigung, um Wartung oder irgendwas. Nicht mal um einen Stellplatz, das ist in Berlin auch immer noch mal so ein Thema, sondern habt einen sicheren Stellplatz bei uns. Ja. Habt den Wagen immer, wenn ihr ihn braucht. Ihr wählt über die Webseite einfach aus, wann der Wagen da sein soll. Und wenn er doch mal weg ist und ihr spontan fahren wollt, könnt ihr auf den Rest der Fuchs- und Haseflotte zugreifen und habt so eigentlich immer einen Wagen, wenn ihr ihn dann braucht. Hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Total. Ein Fahrzeug darf nicht stehen. Das ist absolute Ressourcenverschwendung, wenn man ein Fahrzeug baut und es steht dann die ganze Zeit nur rum. Ich hatte, wie ich zur Messe gefahren bin, ich kenne Berlin jetzt nur laut Navi, die Straßen könnte ich dir nicht sagen, aber so eine 8 Kilometer lange Einfallstraße, da standen Yachten, Schiffe, Wohnmobile gelagert jetzt gerade im Herbst. Und ich glaube, jedes zweite hatte schon keinen Außenspiegel mehr oder irgendwelche Streifschäden von Parken am Straßenrand, weil der Verkehr vorbeirollt. Das ist ganz ungesund und gibt viele Argumente dafür, aber alles spricht für Fuchs und Hase, würde ich sagen. Komm, lass uns mal einen Camperbang machen, absichtlich, weil jemand die als Verbrecherfaust tituliert hat. Und das sind wir bei weiß Gott nicht. Ja. Danke, Felix. Ich danke dir. Geile Geschichte. Guckt wieder rein, der Camper Tobi hält euch am Laufenden und besucht uns alle noch auf der Messe, wenn ihr Böcke habt. Bis Sonntagabend. Mach's gut. Tschüss. Gibt übrigens auch schöne Schiffe anzugucken, nicht nur Camping. Es ist echt auch in den Bootshallen. Wow, wart ihr schon mal da vorne in den Bootshallen? Ja. Wir müssen ja jeden Tag durchgehen. Geil, oder? Ja. Es lohnt sich zu kommen, die Tickets sind nicht teuer. Und jetzt bin ich raus. Bis bald. Tschüss.